Hallo Leute, ich bin Jason und ich werde heute einfach mal ein Minecraft-Projekt machen. Ich dachte, das könnte ganz lustig werden. Deswegen fangen wir doch mal ganz einfach an. Ich spiele auf der PlayStation 4 und ich spiele in der neuen Version, also in der 1.18, und ich glaube, die hat schon wieder ein Update, wenn es mich nicht recht täuscht. Aber das werden wir ja mal zusammen sehen. Mal das ganze Holz hier abfällen. So, dann können wir uns mal direkt hier an die Werkbank machen. Können wir jetzt direkt Stein holen, wenn wir schon mal die Pickaxe haben. So, jetzt haben wir schon auch mal genügend Stein. Dann schmeißen wir die Scheiße hier weg. Weil eine Steinpickaxe ist immerhin besser als so eine Holzpickaxe. Da kann ich mir auch gleich das Holzschwert ja sparen und machen wir direkt ein Steinschwert. Und noch einen Ofen und dann geht's auch schon los. Das Schaf könnte ich schon mal gebrauchen. Da ist gleich noch ein Schaf und noch ein kleiner. Wir haben erstmal zwei Wolle. Müssen wir jetzt noch auf Schafsuche gehen. Dass wir uns dann auch noch ein Bett bauen. Falls es Nacht wird. Und falls ihr euch wundert, ich spiele auch auf normal, also heißt, ich spiele auf den Schwierigkeitsgrad normal. Ich hätte eigentlich auch schwer einstellen können, aber ich hatte dazu irgendwie keine Lust, weil wenn man auf schwer spielt in Minecraft, dann kommen die ganzen Mods sofort, wenn du nichts ausgelöscht hast, und das ist mittlerweile echt nervig geworden. Das ist ein Scheißbiom hier. Hier haben wir direkt eine Kohle. Können wir uns die ja auch gleich noch holen. Nichts weiter, dann muss ich da auch jetzt nicht reingehen. Huhn, gib Federn.
Das hier sieht übelst schön aus. Gehen wir mal weiter. Vielleicht haben wir auch Glück und finden ein Dorf. Können wir ein Dorf ausrauben? Oder gesagt, plündern. Die haben ja mittlerweile Kisten da drin. In jedem Dorf, was auch mal ein Wunder ist. Was aber mehr praktischer ist, wenn die keine Schmiede haben. Wenn die nämlich keine Schmiede haben, ist ja nie was da gewesen in den früheren Minecraft. Und mittlerweile ist ja was da immer. Und das finde ich mega praktisch mittlerweile. Nacht. Ich baue mir jetzt mal ein Bett für die Nacht. Da ist eine Höhle, könnten wir mal reingehen. Mit viel Glück jetzt schon Eisen finden. Noch ein Eingang. Ne, gibt's nur den hin. Ja, das war jetzt echt super. Okay. Lichtzeug, glaube ich, gewesen. Puh.
Ich hab dich. Au! Nein. Das war's. Schnell rausgehen, bevor ich hier drauf gehe. Das ist jetzt echt ziemlich blöd gelaufen. Da ist schon mal Zuckerrohr, können wir auch mal gebrauchen. Da ist eine Wüste. Das sind Schildkröten. Wahnsinn, echt große Wüste. Mal Holz schnappen und ein Boot bauen, wäre vielleicht mal praktisch.
Das ist Dorf. Da können wir direkt hingehen. Das ist eigentlich praktisch, dass sie das wirklich geändert haben mit Scheißbooten. Früher war das Nervigste, mit diesem Scheißboot zu fahren. Das war schlimm. Ich kann mich noch immer daran erinnern, als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe und meine Mutti dann richtig wütend auf mich wurde, weil ich eben halt sehr ausgerastet bin, nur wegen diesem verkackten Boot, weil es kaputt ging. Ich war damals 6, 7 Jahre alt, so hatte die PlayStation 3 mit Minecraft bekommen und da habe ich immer mit meinem Bruder zusammen gespielt. Wenn er mal Zeit hatte, haben wir Minecraft gespielt. Und das Nervigste war, dieses verdammte Boot, so sehr, du musstest dich immer konzentrieren, dass du nirgendwo dagegen fährst. Dass du mich irgendwo dagegen gefahren bist, egal wie klein das war, das Boot ist kaputt gegangen. Und du hast nicht mal das Holz dafür richtig wiedergekriegt. Du hast einfach kaputtes Holz gekriegt. Einfach nur Sticks und Holzblöcke. Und daraus konntest du dir kein neues Boot bauen. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich dann kurzerhand ausgerastet bin zu Hause bei meiner Mutti. Und ich habe meinen PS3-Controller, den ich damals hatte, mit so einem Kabel gegen meine Zimmertür mit voller Wucht geworfen. Als meine Mutti reinkam und gefragt hatte, was ich gegen meine Zimmertür geworfen habe, habe ich gesagt, das war nix. Als sie wieder rausging, habe ich meinen Controller aufgehoben und der war noch ganz. Der hatte einfach nur dann eine Macke mit einem Stick und ich konnte eine Weile nicht mehr spielen, bis ich dann eben halt den Controller aufgemacht habe und das wieder gerade gemacht habe. Und ich bin heute noch froh, dass ihr das nicht aufgefallen ist. Denn sie hat damals für die PlayStation 3, also die haben ein Geschenk gekriegt, sie hat zu mir gesagt, ich soll nichts dran kaputt machen, weil sie hatte eben halt auch Angst, dass sie die vielleicht wieder haben wollen, die PlayStation, weil die hat ihr gesagt, könnte auch noch sein, dass unser Sohn sich das anders überlegt. Hat er allerdings nicht. Und wenn er es jetzt tun würde, würde er nicht mal wissen, wo wir sind, weil meine Mutti hat keinen Kontakt mehr mit denen. Und allgemein, es war damals ein Geschenk auch für mich. Also, es war so eine Freundin von meiner Mutti und die hat dann meiner Mutti jemand angeboten, mir so eine Konsole zu schenken. Und eigentlich geschenkt ist doch geschenkt, dachte ich immer. Man sagt dann nicht einfach zu der Person, du musst das dein Kind dann wieder wegnehmen, wenn unser Sohn die vielleicht wieder haben will. Der war bestimmt so älter als ich, so 16, 17 Jahre alt. Und der hat mit dieser Konsole in seinem ganzen Leben nur 1-2 Mal gespielt und dann gar nicht mehr. Also, ja. Ich habe ja auch ganz viele Konsolen, zum Beispiel auch noch eine Nintendo 64, obwohl ich mit der gar nicht mehr spiele, kann ich auch gar nicht, ich habe nämlich keinen Anschluss dafür, also kein Stecker eher gesagt, Anschluss, also eine Steckdose habe ich schon, das könnte ich ja nicht spielen, aber ich bräuchte diesen verdammten Kabelanschluss, den ich nicht habe und meine Mutti hat den auch nicht mehr, die hat eine Nintendo 64 komplett gehabt und mein Bruder hat die einfach mal mitgenommen damals, weil er dann zu seinem Vater gezogen ist und das Problem war dann, er hat sie mit, er hatte eine PlayStation 1 sogar mit und sonstige Spiele aus der DDR, die habe ich, als wir das Haus von meinem Bruder ausgeräumt haben, weil er es verkauft hatte, sind wir dann dorthin
Und ich habe die ganzen Konsolen wiedergefunden. Auch Gaming-Laptops und alles. So, und da mein Bruder manchmal keine Zeit hatte, haben wir das Haus ausgeräumt. Und ja, ich, so schlau wie ich bin, habe die mir eingesteckt. Allerdings, so blöd wie ich bin, habe ich nicht nach den Kabels gesucht. Also heißt, ich habe einfach eine Nintendo 64, noch irgendein Spiel, Konsole aus der DDR, einfach mal mitgenommen. Auch die PlayStation habe ich mitgenommen. Ich glaube, eine Sega habe ich auch von ihnen mitgenommen. Und Problem ist, ich kann da drauf nicht spielen, weil ich kein Kabel dafür habe. Was mich bis heute noch aufregt, denn für die Konsole 64 gab es das Mario, das Super Mario. Und ich wollte das unbedingt mal spielen, weil meine Schwester hat mir erzählt, wie das Spiel früher war für sie. Und da hat sie mich richtig neidisch damit gemacht. Und ja, jetzt weine ich immer, wenn ich die Konsole sehe. Also wortwörtlich. Weil ich kann es nicht spielen und ich finde es einfach nur noch traurig. Und selbst wenn ich meinen Bruder frage, ob der die Kabels vielleicht irgendwo noch hat, aber die doch mitgenommen hat, der würde sie mir nicht geben, der würde die Konsole zurückverlangen. Und das weiß ich, der ist nämlich richtig gemein an manchen Tagen. Das Schlimmste ist, dass er immer gemein ist zu mir. Weil die jüngsten Geschwister und die ältesten Geschwister, die verstehen sich nicht. Zumindest ist es bei mir so. Wie das bei euch ist, würde ich gerne wissen. Könnt ihr ja mal gerne in die Comments schreiben. Vielleicht habt ihr Geschwister, die euch über alles lieben und vergöttern. Und ich bin so ein Ausnahmefall davon, dass ich einfach nur Pech hatte und meine Geschwister mich am liebsten mobben. Weil es kommt mir wirklich so vor, als wollen die mich mobben. Aber naja, Geschwister sind Geschwister, man kann es nicht ändern. Man kann auch versuchen, sie abzugeben, aber sie kommen immer wieder. Ich hab's mehrmals versucht, meine Geschwister aus dem Haus zu treiben, hat nie geklappt. Ich denke mal, das wird bei euch ebenfalls der Fall sein und auch nicht klappen. Falls es doch klappen sollte, solltet ihr mir schreiben, wie ihr das hingekriegt habt. Dass ich mir dann ein Beispiel nehme, falls eine meiner Geschwister hier wieder einziehen sollte. Das Schlimmste dran ist, das ist ein kompletter Weiberhaushalt bei mir. Manche sind bestimmt bei Brüdern nur, aber glaubt mir, Brüder sind besser als Schwestern. Die Geschwister von mir sind so nervig, die haben mich immer aus dem Bett geworfen, wegen der Schule. Mittlerweile bin ich nicht mehr in der Schule und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich aus der Schule raus bin, weil ich wahrscheinlich sonst durchgedreht wäre nach einer Zeit mit meiner Schwester. Die hat nämlich sich zur Aufgabe gemacht, sich als Clown von mir auszugeben wahrscheinlich. Und hat kurzerhand gesagt, sie wird jeden Tag vor meiner Zimmertür stehen, mich wecken und mich in die Schule schleifen. Das hat sie wirklich ernst gemeint. Sie hat mich einfach jeden verfickten Schultag in die Schule begleitet. Ich habe nie wieder mit ihr geredet. Wortwörtlich. Also, sie hat ja auch manchmal keine Zeit. Ich rede nur mit ihr, wirklich nur, wenn sie in meiner Nähe ist. Ansonsten, wenn ich sie sehe, ich laufe an ihr vorbei. Sie ist mir egal. Sie ist mir Luft. Denn sie hat mich so sehr blamiert vor meinen Freunden. Und die, na gut, die fanden es lustig. Die haben mich auch ausgelacht. Aber ja, es dürfte ja mittlerweile gewöhnt sein, dass mich Leute auslachen. Aber dass ich das nicht so witzig fand, habe ich ihnen auch noch nicht gesagt. Wahrscheinlich werde ich ihnen bald sagen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich mich weiter verspotten lassen. Oder auch nicht. Na gut, manche Gags sind witzig, aber manche gehen auch zu weit. Ja.
Das heißt, wenn ihr Geschwister habt, seid froh, wenn diese jünger sind, dann könnt ihr das machen. Wenn ihr allerdings wie ich Pech habt und auch das jüngste Geschwisterkind seid, dann würde ich euch einfach nur empfehlen, packt eure Sachen und rennt. Rennt einfach, das bringt nichts. Die werden euch jeden Tag nerven, wenn es gemeine Geschwister sind. Oder wenn euren Geschwistern langweilig ist, kennt ihr das? Die Geschwister, die wohnen noch zu Hause mit euch, bei Mama und Papa oder Mama oder nur Papa. Und kommen dann in euer Zimmer, nerven euch eine Weile, gehen wieder raus und machen die Zimmertür nicht zu. Das habe ich so oft zu meinen Geschwistern gesagt, wenn die in mein Zimmer kommen, sollen sie die Tür zumachen. Haben sie nie gemacht. Ich habe sie immer noch verflucht, denn sobald die zu Besuch sind, machen die das wieder. Sie machen es einfach wieder. Sie kommen rein, sagen Hallo, fragen, ob du mit vorkommst, Kaffee trinken oder sonstiges mitmachst. Und wenn du mal sagst, nein, ich mache jetzt was anderes, dann gehen die wieder raus, sagen okay, aber das Schlimmste ist, sie machen die Tür nicht zu. Sie wollen, dass du aufstehst und mit nach vorne gehst oder irgendwas mit denen machst. Aber sobald du das machen würdest, die würden durchdrehen. Die drehen durch. Die werden dich anmeckern, die werden dir sagen, das nächste Mal machst du die Tür einfach zu. Die Tür hat immerhin einen Griff zum Zumachen. Das, wenn ich das irgendwann wieder höre, schwöre ich, ich verkaufe meine Geschwister dann einfach auf eBay, biete sie euch dann an für einen kleinen Preis. Ihr könnt sie dann haben, ich bin sie dann los und ich bin dann auch happy. Naja. Wahrscheinlich nicht, ich würde sie dann wahrscheinlich wieder zurückverlangen müssen wegen meiner Mutter. Aber ansonsten könntet ihr sie behalten. Ich würde sie sogar gratis verkaufen. Aber egal. Ich hoffe allerdings, meine Geschwister sehen das Video nicht. Ansonsten, falls dann kein Video mehr hochkommt, also falls das hier das erste und letzte Video ist von Minecraft, dann wisst ihr hoffentlich, dass meine Geschwister mich entweder erschlagen haben, weil ich das getan habe, oder weil sie mich, ja, keine Ahnung, hassen und ich mich versuche zu entschuldigen. Was eigentlich fast nie der Fall sein wird, denn ich entschuldige mich sehr ungern bei Menschen. Ich sehe meine Fehler meistens ein, aber meistens auch gar nicht. Und entweder ich gehe zu der Person hin und sage dann wirklich so zwangshaft Entschuldigung. Oder ich mag die Person vielleicht gar nicht wirklich und werde zu der Person auch nie wieder gehen. Und die Person wird auch nie wieder was von mir hören. Ich halte mich dann grundsätzlich von Personen fern. Ich weiß nicht mal warum. Es liegt wohl einfach daran, dass ich sehr wenig mit Personen spreche. Kann auch daran liegen. Weil ich habe in der Grundschule diese Schule, die ich damals eben halt auch besucht habe, wie jeder von uns wahrscheinlich, oder wahrscheinlich seid ihr auch noch jünger und geht sogar noch in die Grundschule. Meine Grundschulzeit war richtig schrecklich. Also wirklich schrecklich. Die Lehrer. Ich weiß nicht, an was es lag, wieso es sie dazu gebracht hat, mich so zu definieren, oder auch ob ich irgendwas Falsches zu ihnen gesagt habe, als ich in die Klasse kam, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, denn jeder von den anderen Mitschülern damals aus meiner Klasse hat Hallo gesagt und Tschüss und ja, bla bla hat man nicht gesehen. Aber diese Lehrer aus meiner Grundschule, die haben mich buchstäblich gehasst. Meine Klassenlehrerin, die hat mich in mein Klassenzimmer, ne, wenn man reinkommt, da war direkt ein Tisch. Da war einfach ein Tisch. Und an diesem Tisch, da saß ich. Ich musste mich buchstäblich an die Tür setzen. Ich habe nicht mal wirklich was von der Tafel gesehen. Und das war deprimierend. Und als ich das meinen Eltern gesagt habe, das Witzigste war, meine Mutti, die hat mir das nicht geglaubt.
Sie hat gesagt, ach, das kann nicht sein. Das würdest du dir ein und alles. Die hat mir das nicht geglaubt. Ich bin da durchgedreht. Und die hat immer mich dran genommen, wenn es irgendwas war zum Vorlesen. Und in der ersten Klasse fängt man ja erst mit dem Lesen an. Sie hat gesagt, einfach so, aus einer Weile anscheinend, ich soll den und den Text vorlesen. Ich bin schon wieder in diesem Dorf. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich kann noch nicht lesen. Und dass ich auch in der Schule bin und das eigentlich zu lernen. Und dass es ja auch ihre Aufgabe sei, den Schülern das beizubringen. Da hat sie mich angeschrien. Sie hat mich buchstäblich angemeckert und gesagt, dass ich von meinen Eltern das Lesen lernen beigebracht hätte. Also, dass meine Eltern mir das Lesen beigebracht haben sollen. Ansonsten sollte ich nicht in die Schule kommen, weil ich sonst zu dumm wäre. Das hat sie einfach so gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr was getan habt. Was mir nur einfällt dazu, ist, ich habe sie dann angeschrien und zu ihr gesagt, wenn sie mich doch auf meinen Grund, dass ich nicht lesen könnte, dumm bezeichne, sollte sie buchstäblich in den Spiegel gucken und mir nochmal sagen, wer dumm ist. Weil, ich weiß nicht, diese Frisur, die sie hatte, hat mir nicht gefallen. Also buchstäblich nicht gefallen. Sie hatte so einen Kurzhaarschnitt, was ja auch nicht schlimm ist, wenn das Frauen haben. Aber ihr hat's echt nicht gestanden. Ich glaube, ihr hättet noch nicht mal lange Haare gestanden. Und das war dann der Punkt, an dem ich mit ihr auch Krieg geführt habe. Weil, wenn sie mir irgendeine Frage gestellt hat und ich diese eben halt nicht wusste oder falsch beantwortet habe und sie mich dafür eben halt diskriminiert hat, habe ich sie dann eben halt auch runtergemacht. Ich habe mich eben halt zu Wehr gesetzt. Allerdings hat das dazu geführt, dass sie meine Eltern anruft. Also eher gesagt meine Mutter. Mein Vater ist ja leider nicht mehr am Leben gewesen. Und ja, ich weiß nicht, an was es lag, warum meine Mutter mich auch nicht verteidigt hat. Selbst als Elterngespräch war, meine Mutter, die kam zurück, hat mich angeguckt und hat gesagt, du hast Hausarrest. Die hat mir für nichts und wieder tun Hausarrest gegeben. Ich habe ihr mehrmals gesagt, dass diese Frau mich anschreit, dass ich an Tisch sitze, der vor einer Klassenzimmertür ist, die sogar nach innen aufgeht. Also wirklich, wäre ein Lehrer mit voller Kanne reingekommen, ich glaube, die Tür, die hätte mich getroffen. Zum Glück ist das bisher nie passiert. Und zum Glück bin ich auch in keiner Schule mehr, wo das passieren könnte. Außer wenn ich mir jetzt überlege, dass ich hier Abi mache und studiere. Ja, obwohl, mache ich nicht. Vielleicht, je nachdem, wie ich Lust habe. Aber das Schlimmste daran war, als ich dann in die zweite Klasse kam, habe ich dann erfahren, dass das auch mein letzter Tag war. Also, wir haben die Zeugnisse gekriegt für die zweite Klasse, dass wir jetzt in die dritte Klasse bald kommen. Und als ich das gekriegt habe, das Zeugnis für die zweite Klasse, dass ich sie erfolgreich beendet habe und alles, gucke ich so auf Zeugnis. Und ja, hab mich gewundert, denn da stand dann eben halt, also das hat mir dann meine große Schwester vorgelesen, draußen noch, die haben mich nicht abgeholt, stand nämlich noch drauf, dass ich die Schule jetzt verlasse. Ich habe mich dann gewundert und als ich das dann von meiner Schwester so gehört hatte, habe ich eben halt meine Mutti drauf angesprochen, was denn nun ist mit meiner Schule. Und sie hat mir nur so gesagt, ja, ich wurde von der Rektorin, durch diese Lehrerin auch, weil die hat sich über mich beschwert bei der Lehrerin. Also, nicht, ja. Ihr wisst schon, wie ich meine. Ich bin einfach übermüdet noch und, ja. Sie hat sich darüber beschwert, dass ich den Unterricht störe und alles andere. Und dass ich nie mitmache. Habe ich auch nicht. Ich hatte keine Lust dazu.
saß du doch eh an der Tür, also habe ich auch nicht mitgemacht. Also saß ich buchstäblich vor einer Tür am Tisch und habe nie was mitgemacht. Hab die Klasse einfach so bestanden, hatte auch sehr oft einen Gameboy mit. Hat Spaß gemacht. Und ja, dann hat mir meine Mutti eben halt erklärt, dass ich die Schule jetzt für immer verlasse, die Grundschule, auf die ich ging. Und, ach ja, stimmt, das ist eine Schmelze. Jetzt habe ich da Fleisch reingetan, statt Eisen, wie dumm. Als ich dann in meine neue Schule, die ich dann auch erfolgreich beendet habe, wenn man es so sagen kann, ich habe zwar nur Abgangszeugnis der 9. Klasse, aber das ist egal. Auf jeden Fall, als ich in die Schule kam, das war mein Kindergarten, wo ich hinging. Ich bin buchstäblich zurück in den Kindergarten gekommen, wenn man es so sagen darf. Als ich wieder in meinem Kindergarten war, aber dann eben halt in der Schule davon, habe ich sehr viele Kinder kennengelernt und ich saß dann nicht an der Tür. Ein Wunder ist quasi geschehen für mich. Ich saß nicht an dieser fucking Tür. Und als ich mich mal gefragt hatte, warum ich denn nicht an der Tür sitze, weil ich damals immer dachte, jeder Lehrer ist gleich und jeder Lehrer ist scheiße, habe ich diese Lehrerin dann einfach mal mit Absicht beleidigt und gesehen, was zurückkommt. Ganz einfach, ich sag euch, was zurückkam. Sie hat mich aus dem Klassenzimmer geholt und hat zu mir gesagt, dass das nicht geht, dass ich sie nicht beleidigen könnte. Was mir denn einfallen würde, sie zu beleidigen und was sie mir getan hätte. Ich habe dann eben halt gesagt, dass es in meiner Grundschule, wo ich war, eben halt gang und gäbe war, dass mich Lehrers, wirklich Lehrers, beleidigen. Und dass ich die Lehrers auch zurückbeleidige. Und da hat sie mir gesagt, dass sie das nicht macht. Und da habe ich gefragt, ja, und warum sitze ich nicht an der Tür? Da hat sie auch gesagt, das ist nicht so wie in meiner Grundschule. Also ich hatte wirklich so ein Trauma von der Grundschule mitgenommen, dass ich einfach für immer meinen Rest des Lebens in jeder Schule an der fucking Tür sitze, dass ich von jedem Lehrer gemobbt werde. Aber als ich dann in meine quasi Schule, die ich beendet habe, kam, war ich sehr froh, als ich diese Erfahrung auch gemacht habe. Ich habe dann auch eigentlich Anschluss gefunden. Wirklich Anschluss, das erste Mal Anschluss zu anderen Kindern, was ich in der Grundschule zwar auch hatte, aber diese Kinder, die haben mich gehasst. Also wirklich, die haben mich gehasst, das hat man in ihren Augen gesehen. Immer, wenn die mich gesehen haben, sobald die mich gesehen haben, die haben mich nicht mit meinem Namen angesprochen, sondern die haben mir einfach einen Spitznamen gegeben. Die haben mich einfach Tim genannt. Oder schlimmer noch, Timmy. Falls ihr euch fragt, wie ich jetzt darauf komme, der Name von mir, Jason, der ist ja nicht, der ist auch kein Künstlername oder so. So möchte ich wirklich heißen. Ich heiße aber im echten Leben noch Kim. Und das ist das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Sendung Timmy das Schäfchen kennt. Falls ja, ihr tut mir echt leid. Denn das hat geführt, dass ich in der Grundschule nicht Kim genannt wurde, sondern Tim. Tim oder Timmy. Ich wurde einfach gemobbt. Einfach das Schlimmste im Sportunterricht. Meine Sportlehrerin hat mich einfach gerufen, weil die anderen mich auch so genannt haben und weil ich kurze Haare hatte. Hat sie mich einfach Timmy gerufen. Und die anderen immer so, Timmy, das Schäfchen. Ich schwöre, ich hätte jeden Einzelnen am liebsten eine reingehauen. Und würde ich sie jetzt wiedersehen? Also ganz ehrlich, ich würde allen nochmal eine reinhauen. Allen am besten mit dem Baseballschläger einfach durchs Gesicht gehen. Aber die Zeit ist vorbei und ich lasse die Vergangenheit ruhen. Naja. Lange ruhen, manche wohnen ja noch in der Gegend von mir.
Ich bin auch mit manchen davon auch dadurch nach einer Zeit befreundet geworden. Fragt nicht, wie es entstanden ist. Ich habe meine Schulmobberin getroffen. Soll das jetzt heißen? Sie hat mich gemobbt, aber das Problem ist, da ich das eben halt gewöhnt war von den anderen, habe ich das dann mit ihr ebenfalls gemacht. Und ich bin kein gutes Vorbild. Ich habe sie gegen die Tafel geschubst. Und nicht so leicht, wie Kinder sich eben halt schubsen, wenn sie das aus Spaß machen. Nein, ich habe sie mit voller Wucht dagegen geschubst und mit der Absicht, dass sie sich verletzt. Ich wollte, dass sie sich verletzt. Ich hatte dafür keine Gnade und auch kein Mitleid, weil sie hat sich wirklich verletzt. Sie ist also gegen diese Tafel quasi geknallt und hat sich den ganzen Arm, also es war ja eben halt Sommer, wir waren im Sommer in der Schule und ich habe sie eben halt gegen diese Tafel geschubst. Und sie ist ja an diesen Tafel, wo man die aufklappt, da ist sie dagegen gekommen. Ich weiß nicht wie, aber sie hat sich den Arm ausgeraubt. Und als sie eben halt gesagt hatte, dass das weh tut, habe ich gesagt, Pech, verdient. Und ja, als sie gesagt hat, dass sie das ihren Eltern sagen würde, habe ich sogar nach einem Buch gegriffen. Ich wollte sie wortwörtlich mit einem Buch schlagen. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Vielleicht wollte ich sie auch erschlagen, vielleicht wollte ich Mord begehen, wie Black Widow, aber hat wohl nie geklappt. Und ich war dann eigentlich froh, als ich sie los wurde. Letztes kleines Problem ist, ich kam in die 6. Klasse. Wer kam wieder? Richtig, sie. Sie kam einfach wieder. Sie stand einfach wieder vor mir und hat mich angesprochen, so auf den Schulhof. So als wäre nie was gewesen. Als hätte ich ihr nie irgendwas angetan. Sie hat es auch nie wirklich ihren Eltern gesagt. Also ich habe nie irgendeine Anzeige gekriegt oder Ärger für das, was ich ihr antat. Sie hat mich dann einfach in der neuen Schule von mir mich angesprochen und mich gefragt, wie es mir denn geht und was ich all die Jahre so gemacht habe. Da habe ich mit ihr so drüber geredet und als ich das Thema dann ansprach, was sie denn mit der anderen Person gemacht hat, weil ich habe ihr das irgendwie nicht abgekauft, dass sie wirklich diese Person ist. Und sie hat gesagt, ja, in der laufenden Zeit hat sich viel getan und es kam eine neue. Also ich ging und es kam eine neue, die sie einfach gemobbt hat. Die war dann auch in unserer Schule und wir waren dann einfach alle drei beste Freunde geworden. Die war früher in einer anderen Klasse. Kannte ich auch. Die hat mich auch gemobbt. Aber die hat mich irgendwie nicht so wirklich interessiert, so dass ich sie direkt erwürgen würde. Aber ich fand es halt komisch. Und so, immer wenn ich mit ihr jetzt schreibe oder wenn wir Kontakt haben, dann weiß ich nicht, ob ich ihr je vergeben kann, weil es war schon echt hart. Es war wirklich hart, ich meine wirklich hart, dass sie die ganze Klasse immer aufgefordert hat, sobald ich in die Schule kam, ging das los. Meine Eltern haben mich in die Schule sogar immer begleitet eigentlich. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass sie das hörten. Also eher gesagt, meine Mutter das hört, dass sie mich Timmy nannten. Aber nein, ein Scheiß ist passiert. Ich war meiner Mutter regelrecht egal. Aber, naja, was soll man machen? Nix kann man machen als Grundschulkind. Und die haben mich dann immer, dadurch, dass sie das gesagt hat, dass sie mich immer, wenn ich in die Schule komme, wenn ich die Schule betrete, also den Schulhof, dass sie mich sofort mit dem Namen Timmy das Schäfchen ansprechen. Und das ging ein ganzes Schuljahr so. Selbst die Lehrer haben mich Timmy genannt. Und ich habe es gehasst und bereut. Und ja, mittlerweile bin ich das Zucker gewöhnt, immer wenn ich sie sehe, dass ich sie auf Anhieb schlage. Auf Anhieb, wirklich auf Anhieb. Das ist einfach so ein Effekt. Ich schlage sie einfach.
Und ihr ist das anscheinend mittlerweile sowas wie eine Freundschaft geworden. Mir ist das eher so, ich hasse dich immer noch. Und ich würde, wenn ich es könnte, dich immer noch verprügeln. Aber, naja. Sie hat ja auch einen Spitznamen. Wir haben sie alle immer Kika genannt. Aber das Beste kommt noch. Ich habe sie Kika Nienchen genannt. Also wirklich, ich habe es provoziert. Ich habe das, was sie mit mir gemacht hat, habe ich mit ihr gemacht. Ich habe sie Kika Nienchen genannt. Ich habe sie nicht mit ihrem Namen angesprochen, der eh mega lang ist. Ich weiß nicht, was die Eltern sich da gedacht haben. Aber egal. Und nach einer Zeit ist das eben halt so geblieben auch. Ich nenne sie immer noch Kikaninchen. Es ist mir egal geworden, ob sie überhaupt einen Namen hat. Es ist mir regelrecht egal. Ich habe all die Zeit leiden müssen und sie wird für den Rest des Lebens leiden können. Ja, obwohl ich werde auch noch leiden. Denn sie macht das ja mit mir auch noch. Also wirklich, sie macht das immer noch. Sie nennt mich auch immer noch Timmy, das Schäfchen, was mich nervt. Aber nicht mehr so krass auffällt, dass ich sofort jemanden zusammenschlage. Ich grab mir jetzt mal hier eine Base, eine kleine, und dann beende ich auch diese Folge. Weiß ich gar nicht, wie lange die ging. Ich hätte mir wahrscheinlich mal einen Timer stellen sollen. Ja. Egal. Länger ist besser. Und wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, über ein Abo und vergiss nicht, die Glocke eben halt zu aktivieren. Das ist gut für diesen YouTube-Algorithmus, also dass meine Videos eben halt auch angezeigt werden, falls ihr die sehen möchtet. Ich werde nicht nur TikTok-Videos hochladen, außer wenn ich wieder irgendeinen Song gefunden habe, den ich unbedingt brauche, weil ich lade die Videos einfach so hoch, weil ich die Songs haben will. Es liegt eigentlich nur an den Songs, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier Minecraft zu spielen mit mir, quasi zusammen. Und ich, ja, werde auf jeden Fall wahrscheinlich mir einen Kalender machen, wann immer ein Minecraft-Video kommt. Wahrscheinlich schon morgen, wenn ich es schaffe, wenn ich nicht übermüdet bin. Und ja, ansonsten war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen und einen Kommentar da lasst. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und ich hoffe, ich werde mehr solche Videos machen. Auf jeden Fall, tschüss, bis demnächst. Euer Jason Kian Marvin Todd.